So, ich probiere es wieder mal über den Computer aufzuzeichnen diesmal. Heute gab es schon ein Video, ich schieße jetzt aber noch eins nach, weil ich versprochen habe, dass ich ein paar Bücher euch vorstellen möchte, die mir sehr geholfen haben. Super, jetzt kriege ich gleich Besuch. Geht ein Katzentier durchs Bild. Ah, ist ja wurscht, stört euch ja nicht. Ein sehr wichtiges Buch, was ich schon sehr lange habe, es ist auch schon ziemlich alt, ist Wolf Eicher, Transsexualismus. Das ist eher ein medizinisches Buch. Da geht es um Sexualität, Partnerschaft, vor der Operation, nach der Operation. Es sind Zeichnungen drinnen, Bilder drinnen. Es ist halt sehr, ja, sehr medizinisch, sehr fachspezifisch, ist aber ein interessantes Buch zum sich einlesen in die Thematik. Dann habe ich vor Jahren, also sicher schon vor 20 Jahren, ein Buch entdeckt, Kai Wolfgang Hansmann, Als Mann endlich glücklich. Das ist ein Bericht von einem Transsexuellen. Das war mein erstes Buch zu dem Thema und da sind Fotos drinnen und das ist so eine Art Tagebuch. Ja, es ist schon sehr veraltet, vielleicht gibt es auch schon eine neue Version. Also ich glaube, das ist von den 80er Jahren oder so, nein, 90er Jahren, und ist trotzdem extrem lässig zum Lesen und man findet sich in sehr, sehr vielen Sachen wieder. Dann gibt es noch ein Buch, das ist aber wirklich ein sehr medizinisches, Alfred Springer, Pathologie der geschlechtlichen Identität. Ich glaube, die ganzen Bücher habe ich auch auf der Blogseite Factbooks wahrscheinlich auch aufgestellt. Ich muss jetzt nochmal nachschauen. Das ist auch ein sehr fachliches Buch, nicht so empfehlen wie die beiden anderen. Und das wird wahrscheinlich jeder kennen vom Udo Rauchfleisch. Transsexualität, Transidentität ist ein ziemlich aktuelles Buch. Ein sehr, sehr dünnes, für Leute, die nicht gern lesen. Und die Lilo. Da geht es halt wirklich um Thema Familie, Identitätsnachweis, was macht man, wo muss man hingehen und ist es auch sehr, sehr einfach erklärt und wie man sieht, kann man sich auch sehr vieles anstreichen. Also das ist sehr zu empfehlen. Und zum Abschluss noch einen Roman, der ziemlich heftig ist, aber der mir sehr, sehr gut gefällt, Mit dem Kopf zuerst. Ich glaube, man sagt Noël Châtelet, keine Ahnung, ich bin im Französisch nicht mehr so sprachlich bewandert. Da geht es darum, dass ein Transjunge erzählt, wie er sich fühlt und wie das mit seinen Eltern ist. Und es ist sehr emotional, sehr heftig, aber ich habe es innerhalb von einer halben Stunde gelesen oder sowas, weil es wirklich sehr dünn ist, aber es ist extrem lässig und ist mal kein Fachbuch, sondern wie aus der Sicht eines Betroffenen, obwohl es eine Frau geschrieben hat. Also es ist extrem spannend, auch wie der mit seiner Beziehung zu einem Mädchen umgeht und alles noch in sehr jungen Jahren, ja, kann ich euch wärmstens ans Herz legen. Ja, waren halt sehr viele Bücher, wobei ich eben diese vier da empfehlen kann. Hoppala. Und das eine ist sehr, sehr, diese Pathologie ist sehr nicht so unbedingt zu empfehlen. Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und alle, die Fragen dazu haben oder Infos brauchen, bitte mir E-Mailen an sam@schweigsamer.at oder auf den Blog schauen, schweigsamer.com. Da kriegt ihr Infos oder könnt ihr mich kontaktieren. Okay, bis bald.